So, da ist er weg und dann ab nach oben. Ganz vorsichtig. Irgendwo hier muss es doch weitergehen. Ich glaube, ich sehe schon wo. Tap, tap. Und tap. Und tap. Clementine! Okay, wir können nicht mehr miteinander kommunizieren oder uns verstehen. Aber immerhin, wenn man weiß ich zumindest, was die ungefähr von mir will. Hier komme ich aber auch nicht weiter. So. Ja. Und tap. Tap, 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 tap. Boah, ich liebe das von der Katze, ey. Wie es rumgetapst ist. Jetzt müssen wir B12 noch wiederfinden. So schön auch einfach mal manchmal dieses Rumgetapse von der Katze so sich einfach anzuhören. Das B12, den brauchen wir unbedingt. Geil, zwei verschiedene Sprachen sprechen die. Und verstehen trotzdem, was man will. Jo, und schnell da oben. Oh, einfach manchmal eine Katze sein, das wäre so geil. Weiter.
Na, ich glaube, ich weiß schon wie. Der muss gleich von da wieder dahin. Dann muss ich ja hier runterspringen. So, hier. Und los. Ja, boah. Hops und hops. Und schnell da rein. Ja. So. Und schnell da rein. Und ja. Oh. Okay, die sind alle alarmiert. Oh. Nein. So, wo muss ich jetzt hin? So. Oh. Jo. Ich muss schnell an dem vorbei. Oh. Oh. Bitte, ist hier keiner. Da ist Clementine. So. Und hier sind wir wieder zurück. Oh, haben wir es geschafft. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Oh. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Welche Tür jetzt? Die hier? Jo. Ich hoffe, es ist niemandem aufgefallen, dass wir hier jetzt Lärm machen. Ah! So, und wie öffnen wir das jetzt? Da. Drin ist ein Hebel. Und.
Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren. Okay, in welche Zellen? Da. Nein! Nein! Mach es schnell auf! So, der ist schon mal eingesperrt. Naru? Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vorbildlicher Flüger. Altenflieger, alles klar. Wen haben wir da? Oh, da ist ein... noch einer. Oh. Merken. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Oh, das war wahrscheinlich jetzt die letzte Erinnerung. So, hier haben wir eine Zelle. Dann habe ich jetzt eine Idee. Den. Oh nein! Oh nein! Jetzt bin ich abgeschmiert. Boah, ich hoffe, ich muss nicht alles komplett von neu machen davon. So, ja, zum Glück. Ja. Toll, wie komme ich jetzt an den ran?
Nein. Oh. Okay, einmal noch. Einmal noch, dann haben wir es geschafft. Aber ich habe jetzt eine Idee, weil wir können hier unten rum durchlaufen. Jetzt haben wir es geschafft. Herzrasen. Nalu? Capone, gut gemacht, dass du den Wächter eingesperrt hast. Wir müssen uns unsere Macht zurückholen. Ja, Mann, Capone ist auch wieder dabei. Und wer bist du? Und noch einer. Ah, den kann ich jetzt auch klettern. Was du da gemacht hast. Haha, das war lustig. So. Aber bitte nicht noch mehr Wächter. Ja. Gibt es irgendwie irgendwo einen Weg? Da. Und auf. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Ja, sowas haben wir schon lange nicht mehr gemacht. An dem richtigen Baum gekratzt. So. Jetzt schauen, ich glaube hier drauf. Können wir wahrscheinlich da drauf? Nein, können wir nicht. Clementine sprechen. Ja, kennen wir schon. Ja, kennen wir. Nee, da kommen wir nicht durch. Ist hier vielleicht irgendwo so ein Schlitz offen oder sowas? Auch nicht. Ja? Komm, Clementine. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Nice. Alles klar. So. Boah. Klang doch gruselig.
Als wäre ich gleich platt gemacht worden. So. Da ist die Schaltung, ja. Nein. Boah. Miau. Warte auf mich. Ja. Boah. Was eine Gänsehaut. Wir werden uns auf keinen Fall alles schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sich für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwettler steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. U-Bahn-Schlüssel, neuen Gegenstand errungen. Geh, jetzt, und behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher, kleiner Außenweltler. Boah, was eine Ehrenaktion von Clementine. So, irgendwo muss man das anschließen. War das hier? Keine Ahnung, wo mussten wir das nochmal anschließen? War trotzdem von Clementine so eine Ehrenaktion. Irgendwie fühle ich ein bisschen so mit. Wo muss man hier runter? Hier war das, genau. Jo. Nico Corporation. Jetzt läuft das Ding wieder. So. Und hoppla. Und hoppsala und U-Bahn-Schlüssel benutzen. Ja, Mann. Auf zur Außenwelt! Kontrollraum.
Enjoy the world's safest city. Wallet City 99. Okay. Boah, hier sieht aber alles noch richtig fresh aus. Nur halt Ewigkeiten nicht mehr. Ah, hier ist ja jemand. Gehilfe 477. Hallo, wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Anscheinend. Ja. Gehen wir hier hoch. Boah, das ist ja richtig sauber hier noch. Und hier noch alles frisch gestrichen. Gehilfe 211. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Komm, wir verteilen die Farbe hier noch ein bisschen. Und ab nach oben. City sealed. Enjoy the world's safest city. Okay. Wer ist denn das? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Wenn du irgendwelche Anliegen hast, ich wünsche dir einen schönen Tag. Mit dir für 556 sprechen. Da vorne haben wir auch noch jemanden. Hilfe 019. Hallo, wie kann ich dir helfen? Auch anscheinend gar nicht. So, von Automaten können wir nichts. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Wenn du irgendwelche Anliegen hast, ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, die sagen alle irgendwie für das Gleiche. Ah, von hier aus sehe ich alles. Warte mal, ich glaube, da unten waren wir am Anfang. Da ist alles schon mit diesen Viechern. Ja, mit diesen Zurks oder wie die jetzt heißen. Da ist alles noch tot im Grunde. Dann waren wir gerade jetzt irgendwo hier. Da waren wir vorhin. Und haben uns richtig weit hochgearbeitet. Au, oh, das ist eine riesige Bunkeranlagentür da oben. Jetzt erkennt man das erst richtig. So, dass ein Bunker ist, das war schon vornherein klar. Also war schon so oft erwähnt, aber dass das so ein riesen Tor ist da oben, das wusste ich jetzt nicht. Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte, ja. Dann gehen wir mal hier hin. Inspizieren. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung. Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Und was soll ich da jetzt machen? Ich kann jetzt nichts. Okay, versuchen wir noch einmal. So, und dann kann ich auch noch nichts machen. Inventar habe ich nichts mehr. Äh,
Hier, das ist in der Nähe. Okay. Hier ist beschädigt. Hm.